Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Piraten. Hey, du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Als ob. So. Das Zeug brauchen wir. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Ruhn. Oh, nein. Bitte. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Hierhin vielleicht. Du hättest sie töten können. Sie sind bereits tot und ich habe genug Blut an meinen Händen. Und raus hier. Oh mein Gott, ist das real? Als ob, nein. Boah. What the fuck? Ist das, der Rattenbug. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ist er... Das ist halt vielleicht nicht zu lange, zu nah ran. Oha. Nein. Wir sind am Arsch. Ein Ratonado. Ja, Odorus. Ungefähr. Das war aber nix. Ich hab nix mehr. Ich versuch's. Da sind noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Ich hab nichts mehr. Wir müssen in Deckung gehen. Und wo sollen wir hin? Die sind überall. Willst du lieber hier bleiben? Das halten wir nicht lange durch. Genug. Hört auf. Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Nimm Fackel. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Wo müssen wir hin? Auf die Fackel hält sich. Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper. Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit.
Den Apfel mitnehmen. Holy crap. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Zeugs mitnehmen. Wir sind da. Es ist dort oben. Zurück ins Loch. Jetzt haben wir die Fackel nicht mehr. Ist nicht gut. Boah, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Ich sag's, am Ende kämpfen wir noch gegen eine riesige Menschengestalt, die aus Ratten besteht. Der Endboss ist eine riesige Ratte, die aus Tausenden von Ratten besteht. Ich sehe es schon kommen. Ah, okay, warum nicht? Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Gehen wir da hoch. Ach so, das war das Zimmer, wo ganz am Anfang war, wo die Mutter hier am Schreibtisch saß. Ich erinnere mich. Also, das ist es? Ja, das ist... Ein Anfang zurückkehren ist immer eine gute Idee. Da sind noch mehr Gefäße. Willkommen zurück zu Part 1. Alles. Und das Zimmer ist sauber. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, nichts. Das klingt nicht gut. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das weil er das Helm drin hat. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet deswegen haben. Deswegen ist sein Zimmer. Es muss einen anderen Ort geben. Sauber. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Opus Magnum macht man nicht einfach seine so. Seine Krankheit ist das. Ein Labor haben. Er ist ich das Anti. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter ist muss also auch. Der Inquisitor. Ich hab nichts erwähnt. Ich hab sie kaum gesehen. Jetzt hab ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Oh nein, ja, gehen ist gut. Spielzeugkiste plündern. Da sind natürlich Chemikalien drin. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Was? Nach rechts! Los! Ja, ich komme! Du kümmerst dich um die Ratten. Ich kümmere mich um die Ratten. Und nun hier runter. Das war knapp.
Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Ja, sehr schön. Falls wir noch angegriffen werden. Herr im Himmel, es ist schlimmer als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Ungefähr genau gebrochen. So, wie kommen wir da jetzt durch? Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Ah, okay, runter hier, denke ich. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Satz mit X. Als ob der Sack nicht hinterherkommt. Ach, Begleiterquest. Komm mit, Lukas, muss dich tragen, oder was? Komm schon, los! Amicia! Diese Hirnhohlbirne. Soll ich dich tragen? Das Angebot steht. Das war ja klasse. Amicia, nein! Komm schon, los! Ich dich auch spiele. So viel zu, da schießt niemals daneben. Ich habe kein Ignifer mehr. Nein. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Aber halt deine Munition. Müssen wir aber noch diskutieren. Darf nicht für die Katze sein. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Was sollen wir tun? Verdammt! Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben schaffst du in einem Keller verbracht. Kellerkind. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, sie kommen. Halte sie im Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Oh, scheiße. Als ob. Muss ich hier drauf versetzen. Ich liebe dieses Spiel. Keine Ursache. Was? Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Du bist klar. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut.
Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Abkommen, Lukas. Vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt. Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ich bin ja hier schon. Ja, sie kommt. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formiert sich neu. Ich mach das. Nein, nicht mit mir. Wo? Noch eine. Ich sehe nichts. Als ob. Ich will hier nicht sterben. What the fuck? Wir haben es geschafft, aber dann doch nicht geschafft. Ich liebe dieses Spiel. Zu wenig Bugs. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Verdammt! Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem... Ich muss leicht vor dem Wagen laufen. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, ja. Wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich durch. Ich mach das. Als ob. Noch eine. Dort. Ich will hier nicht sterben. Ich auch nicht. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kämpfen, wird unser Leben so umkauen. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Das war's. Lukas, all diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Geschafft, Lukas. Wir komm rüber, geschafft. Lukas. Ich. Danke. Danke, Lukas. Na komm hier hoch. Ziemlich hart im komm hier hoch. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat. Das ist das Scheißbuch, komm mit. Oder? Auf keinen Fall. Ich kann nicht tragen. Los, gehen wir. Lukas, hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja.
Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Okay. Das wie? So scheinbar nicht. Willst du die Tür öffnen? Weiter, sagte er, hier runter. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut. Denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Diesmal haben wir die Ratten. Schieben wir! Ja, gewiss. Das war eine gute Idee. Ganz gute Idee. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Das kann nicht sein. Komm mit, Lukas, weg hier. Lukas. Komm, Fahrzeug. Komm, schieb. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Aber wie? Wenn wir das hier aufmachen, dann kommen die Ratten hier raus. Ratten, Amicia! Wenn du sie mit dem Licht auf Abstand halten würdest, könnten wir loslegen. Mit welchem Licht? Ja. Eventuell so. Das ist ja sehr effektiv. Wir müssen von der Seite schieben. Nein. Noch nicht schieben.
Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Schieben wir! Ja, gewiss! Ich habe versucht, noch was abzufeuern, aber. Ach, dieses Spiel. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für Sie? Was für ein schönes Spiel. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit. Und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Können wir in den Wagen schießen, oder? Was idiotisch wäre? Aufhören. Weg doch, weg doch, weg doch. Ich hab doch gefeuert. Es geht. Ich hatte keine Ahnung.